Herr Erzbischof, Ihre letzte Vollversammlung ist gerade eben zu Ende gegangen. Mit welchen persönlichen Gefühlen fahren Sie jetzt zurück nach Freiburg? Ich habe versucht, mich in diesen 6 Jahren den Herausforderungen zu stellen, den Aufgaben. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Insofern gab es manche Überraschungen. Aber ich spüre nun, die Arbeit ist auch von vielen Mitbürgern, das habe ich gespürt, anerkannt und respektiert worden. Ich war da. Ich habe versucht, Brücken zu bauen, zu moderieren und zusammenzuführen. Und jetzt darf ich sagen, ich habe auch das Gefühl, einerseits ein Stück Wehmut. Es war auch eine wertvolle Zeit für mich. Aber das größere Gefühl ist tatsächlich Erleichterung. Jetzt trage ich diese Verantwortung nicht mehr in dieser Weise. Jetzt hat Reinhard Marx diese Verantwortung übernommen. Und ich darf dann meinen Dienst als Erzbischof in Freiburg einfach noch einige Monate weiterführen. Und damit auch sagen, jawohl, das war das Erste für mich, Erzbischof von Freiburg zu sein. Und das wird auch nochmal den Schlusspunkt setzen dürfen. In welchem Zustand übergeben Sie denn jetzt die Bischofskonferenz an Ihren Nachfolger? Klar, wir sind als Konferenz auch in jede Zeit hineingestellt. Und ich habe es auch bei gestern, vorgestern gesagt, ja, wir haben Teil auch an dieser Situation der Veränderung in der Gesellschaft. Wir sind gemeinsam auf der Suche nach dem Weg in die Zukunft. Das ist auch der Sinn des Dialogprozesses, den ich angeregt habe, dass wir gemeinsam als pilgernde Kirche aufeinander hören und gemeinsam hören auf Gott, dann auch uns den Weg zeigen lassen, um immer mehr eben diese dienende Kirche in der Gesellschaft zu werden. Das ist die Herausforderung. Da spüre ich, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das ist das gemeinsame Anliegen der Mitbürger Bischofskonferenz. Und das heißt also, wir schauen nach vorne, wir schauen voller Zuversicht und Hoffnung nach vorne und wir sind überzeugt, uns auf diese Weise auch von Gott den Weg zeigen zu lassen. Insofern ist die Perspektive Zuversicht und Hoffnung. Lagen Ihnen hier in Münster noch mal ganz besondere Themen am Herzen, die Sie noch schnell zu Ende bringen wollten oder in einem bestimmten Zustand übergeben wollten? Schnell zu Ende bringen, das wäre zu viel gesagt. Selbstverständlich gab es Themen, wo ich sage, da müssen wir intensiv weiterarbeiten. Wir haben sehr intensiv beraten, wie die Seelsorge, die pastoralen Familien ausgeht, wie wir Familien helfen können, Ehepaaren und auch, wie wir den Menschen, die deren Ehe gescheitert ist, die eine neue Verbindung eingegangen sind, wie wir denen zeigen können, wo ihr Ort in der Kirche ist, wie wir da umgehen. Wir haben natürlich auch ausgeschaut hinein in die Gesellschaft. Was heißt es, wie sind wir noch verstärkt präsent und wie können wir unsere Präsenz auch in der Gesellschaft im Sinne der Verantwortung für die Menschen dann auch nochmal verstärken. Das sind Fragen und bis hin zur ganz konkreten Frage, wie stellen wir uns auch in der Öffentlichkeit dar, mit dem, was wir tun, auch wie wir unsere Finanzen dafür einsetzen. Das ist sicher immer wieder neu zu vermitteln und neu den Menschen zu sagen. Und damit haben wir natürlich auch zugleich nochmal ausgeschaut auf das, was auf uns zukommen kann. Und wir spüren, dass eben wir mit Papst Franziskus jemanden haben, der uns vorangeht. Nah bei den Menschen, nah bei Jesus Christus sein und die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, um in den Fragen der Menschen auch und die Ansätze für die Antwort des Evangeliums zu finden, wie wir bei den Menschen ankommen. Und da ist uns Papst Franziskus ein großes Vorbild. Und wir haben uns auch noch verstärkt, uns bemüht, darauf eingelassen, die Kollegialität der Bischofskonferenz in den Blick zu nehmen. Und wenn Papst Franziskus davon spricht, dass nun die Lehrautorität der Bischofskonferenz gestärkt werden soll, die Subsidiarität gestärkt werden soll, die Bischöfe das auch wahrnehmen sollen, was hinzukommt, dann wächst sogar die Bedeutung der Bischöfe und der Bischofskonferenz und da über diese Frage. Und da haben wir weiter nachgedacht und da konnte ich in der Öffnung einiges anstoßen. Jetzt haben sich Ihre Mitbrüder gestern Abend ganz feierlich bei Ihnen für Ihre Arbeit bedankt und sich von Ihnen verabschiedet. Und ich hörte, es gab auch ein Geschenk. Sie haben eine Griechenlandreise für 2 Personen geschenkt bekommen. Worauf freuen Sie sich ganz besonders in Griechenland und wen nehmen Sie mit? Das war natürlich eine Überraschung, als ich mal erzählt habe, dass ich nun 6 Jahre Griechisch in der Schule hatte und noch nie in Griechenland war, dann muss das weiter berichtet worden sein. Insofern freue ich mich tatsächlich einerseits die klassischen Stellen zu sehen, ob das der Areopag in Athen ist, ob das nun Korinth ist, aber ich freue mich natürlich auch auf die großen alten Städte des Christentums. Paulus war nun mehrere Jahre in Korinth oder wenn ich an Athos denke, an all diese Stellen, die aufs Engste mit der Frühzeit des Christentums verbunden sind, das ist für mich tatsächlich dann eine
Erinnerungen und Auffrischungen. Ich möchte sagen, ich bin da vielleicht noch mehr auf den Spuren des Apostels Paulus in Griechenland als auf den klassischen Städten, obwohl die mich auch interessieren. Ich habe noch nicht entschieden, wen ich dann einladen will. Ich will das einfach mit meinen Mitarbeitern nochmal besprechen, auch mit der Frage, wenn wir zeitlich planen, wer sich dann auch frei machen kann. Aber ich freue mich, dass es tatsächlich eine Reise ist für zwei Personen und ich damit auch eine vertraute Person damit dabei habe. Denn wenn man sich über die Dinge mit Vertrauten austauschen kann, dann ist ja die Freude doppelt groß. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihren Ruhestand. Dankeschön, die guten Wünsche kann man brauchen. Vorerst wird es noch der Unruhestand bleiben, denn ist auch wieder schön, wir bleiben Bischöfe und solange ich gebraucht werde, werde ich auch meinem Nachfolger anbieten, dann ihm zu helfen. Denn ich bin mit Leidenschaft Priester und Bischof und hoffe auch, da noch einiges tun zu können. Dann werden wir Sie auch heute nicht das letzte Mal vor der Kamera gesehen haben. Da fand ich mich mal gespannt. Also ich habe mich noch nicht für immer verabschiedet. Das ist schön. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.